Winke da draußen, mein Name ist Mario und ich zocke mit euch heute wieder eine Runde Pflanzen gegen Zombies, den Überlebensmodus. Heute erwartet mich Nebel, der schwere Nebel. Wollen wir mal schauen, was uns denn hier so erwartet. Naja, Standard halt für die erste. Standard für die erste Runde. Ja, ich nehme meine. Cool, brauche ich glaube ich auch. Nehme meine Notbremsen sicherheitshalber mal lieber mit. So, damit müsste ich eigentlich alles abgedeckt haben. Die könnte man eigentlich auch. Ich lasse es lieber. Ah. Du. Nebel. Oh, ich weiß gar nicht, wo die. Ach, jetzt hab ich ja doch die Dings hier mitgenommen. Ist ja Nacht. Das ist ja Nacht. Hätte ich mal lieber die anderen mitgenommen. Das ist zu spät. Ich weiß auch gar nicht, wo die jetzt hinkommt. Meine Kartoffelmine. Da kommt er. Komm, Söhnchen. Das ist der Grund, aus dem ich. Oh, wenn das mal kein Fehler gewesen ist. Dass ich die Sonnenblumen mitgenommen habe. Anstatt der entsprechenden Pilze. Ich glaube nicht, dass das was wird. Nein. Sorry, Leute, aber das muss ich leider nochmal. Oh. Dann war das eben doch ein Blitz da draußen. Und da kommt schon der Donner. Ui. Und dann so. Und dafür brauche ich halt die Kartoffelmine nicht. Und so. Das müsste, so rum müsste es funktionieren, ja. So, wie war das? 2, dann das. Also hier wieder die Runde, wo die, also die Reihe, wo meine Hochballnüsse dann im Endeffekt hinkommen. Ja, Zombies are coming. Ich habe keine Ahnung, in welcher Reihe. Von daher. Ah. Mist, jetzt reicht das nicht. Da wird mir den Ding den wegfressen. Muss gleich noch einen hinten dran. Gleich noch einen hinten dran setzen. Ja, da frisst er schon. Da war er schon am Knuspern und am Knaspern. Ja, genau in die richtige Reihe gesetzt hier. Ja, den zweiten Kamerad. Den zweiten Pappkamerad. So, damit sind wir erstmal, was die normalen kleinen Zombies angeht, die keinen Pylon auf dem Kopf haben, sind wir erstmal, brauche ich jetzt nicht. Erstmal gewappnet. Es wird erst problematisch, sobald die ersten Pylonikusse angelaufen kommen. Dann gibt's unter Umständen Probleme. So wie hier schon einer kommt. Mist. Vielleicht doch noch einen dritten hinten dran setzen. Vielleicht doch grundsätzlich im Moment erstmal noch jeweils noch eine dritte Reihe da hinten dran gepflanzt. Um sicherzugehen, dass auch Pylonikusse mir zwar den ersten dann wegfressen können, aber nicht auf jeden Fall daran vorbeikommen. Oh, es rumpelt ganz schön da draußen, mein lieber Freund. Mein lieber Freund, es rumpelt aber ganz schön da draußen. Ich kann jetzt natürlich auch hingehen, kann schon mal so machen.
Und kann auch hier schon mal so machen. Und kann das... Nee, da unten die in der Reihe, das lasse ich jetzt mal lieber noch. Ich sehe, da ist ein... einer mit Pylon auf dem Kopf. So, jetzt dann doch. Ich kann die nächste... Ich frage jetzt aber erstmal, wo der nächste... wo die nächste Bewegung reinkommt. Oh Gott. Ach, der schwimmt! Die Sau! Das habe ich gar nicht registriert. Ich habe gar kein Wasser gehört, verdammt. So. Wo wird hier geknuspert? Ach, da oben. Ich habe bisher glücklicherweise noch keinen einzigen Helm gehört. Weil mit Helmen hätte ich jetzt aktuell noch echte Probleme. Aber das wird sich mit Sicherheit jetzt ändern. Zumal ich jetzt hier auch Probleme mit Schwimmern bekommen werde. Mist, Mist. Wo könnte ich denn jetzt noch? Warte erstmal ab, was hier mit meinen Schwimmern. Ja, ja, ich habe hier schon extra, ich warte hier schon extra mit meinen Dings auf euch. So. Was hier angeht, habe ich alles schon. Ich brauche nur noch eine Hochwallnuss, die ich dann da gerne jetzt noch hinsetzen würde gleich. So. Und auch schon mal hier vielleicht. Oh, nee, das war ich, glaube ich, das Wassergeplätscher. Dass ich hier schon Melonen setzen kann, das irritiert mich. Dass ich sie setzen kann, aber sie nicht setze. Ich habe dann immer Angst, dass mir, wenn es hart auf hart kommt, mir dann die Dings fehlen. Die Sonnen. Um eventuell noch eine zu setzen oder eine Hochwallnuss oder eine Notbremse oder irgendwas zu setzen. Deswegen mag es dem einen oder anderen. Ah, die hat genau gesessen. Die war genau richtig jetzt hier. Allerdings macht dieses Melona-Pult deutlich zu wenig Schaden. Hier ist auch noch einer mit Helm. Nee, ich nehme erst den hier. Aber ich kann ja... Oh! Ich kann ja mal schnell... Nee, jetzt kann ich auch das nicht mehr, oder doch? So und so. Geht das? Reicht das? Ja. Hat gereicht. Gut. Jetzt war schon wieder was im Wasser. So, jetzt habe ich wenigstens schon mal überall meine Hochwallnüsse sitzen. Sprich, ich kann mich wenigstens, was das angeht, schon mal halbwegs sicher fühlen. So, jetzt habe ich auch überall ein Cornerpult. Hallo? So. Jetzt habe ich überall ein Cornerpult. Das heißt, ich kann dann auch durchaus... ohne Probleme hier habe ich jetzt in jeder Reihe was noch anständig schießt. Geht das hier eigentlich? Oh, das geht auch. Das ist ja cool. Dann mach ich das doch auch. Kann ich ja dann wieder wegmachen, wenn ich dann für was anderes brauche. So, hier noch ein Melona-Pult hin. Ja, ich freue mich immer wieder über die doch sehr adäquate Aufladezeit der Melona-Pulte. So haben wir aber nicht gewettet. Ich meine, ganz sicher haben wir so nicht gewettet. So. Fehlen mir natürlich wieder, ich will da ja noch einen Melona-Pult hinsetzen. War ich mir nicht bewusst darüber, dass die Nuss da schon so weit schon weggefressen ist. Man sieht es ja normalerweise hier, erst fliegt hier so ein Stück weg und dann fliegt noch ein Stück weg und dann... Ich wollte die Butter schon einsammeln eben. Da ist was rumgeflogen und ich dachte mir, hey... Es ist gelb und es fliegt, also wird es wohl einsammeln. Und dann fehlt, glaube ich, noch ein Stück vom Arsch. Wieder was im Wasser gehört.
Ja, die Ohren spielen durchaus auch mit. Sind sogar nicht unwichtig, wenn man es mal genau nimmt. Komm, bevor die letzte Welle jetzt kommt, hätte ich gern noch mein letztes Melona-Pult. Danke. Damit ich als alter Symmetriefanatiker mich hier auch wohlfühlen kann. So, und jetzt könnt ihr gerne zeigen, was ihr so drauf habt. Ah. Wobei ich so natürlich jetzt nicht gewettet habe. Ja, der obere ist weg, aber der Arsch hat einen Helm auf. Beziehungsweise hat einen Eimer auf. Ich warte jetzt einfach mal, bis der mir hier meinen Cornerpult weggefressen hat und dann sind ja noch ein paar dahinter, schmeiße ich den einfach auch. Oder ich warte. Hier, jetzt fehlt hier noch ein Stück, der ist schon am Flennen. Daran sieht man das immer ganz gut. Aber schon wieder ausgetauscht. Ausgetauscht, erneuert. Da kommen noch mehr Zombies. Das habe ich schon fast befürchtet, dass da noch mehr kommen. Ja, wie mache ich das? Mache ich wieder zwei Reihen Nüsse. Und dann zwei Reihen hiervon. Also erstmal muss ich gucken, was kommt. So, du kommst auf jeden Fall nicht an meinen Nüssen vorbei. Ist keiner dabei, der gräbt, keiner dabei, der fliegt. Das heißt, ich kann auf meine Sonnenblumen verzichten. Dann nehme ich euch beide mit für die Notbremsen. Sicherheitshalber ein Seerosenblatt und euch nehme ich auch mit. So. Genau. Los geht's. So, machen wir gleich Katzenschwänzchen. Und gleich so einen hier. Und auch gleich so einen. So, hier ist das nächste. Ach nee, Mist, ich wollte ja. Scheiße. Ich wollte ja zwei Reihen Hochwallnüsse setzen. Dann mache ich das auch mal. Zumindest beim Rest. Hier oben die zwei muss man merken, die muss man halt dann erstmal weg. Erstmal weggraben. So. Katzenschwanz ist noch nicht aufgeladen. Wintermelone ist noch nicht aufgeladen. Na komm, gleich ist der Katzenschwanz wieder aufgeladen. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Sonnen, als dass ich hier so um mich schmeißen könnte damit. Hallo Katzenschwanz. Du brauchst ja wohl nicht so viele Sonnen, oder? Oder Aufladung? Ja, voller Seerosenblatt. Ich kann das nur, wenn schon frei ist. Ich dachte, das wird mir trotzdem angezeigt. So, hier haben wir noch eine Nuss. Eine Nuss zur Verfügung. Achso, Melonen gehen auch. Ich meine, Wintermelonen gehen auch. Dann nutzen wir das doch auch. So, hier geht's weiter mit den Stachelkräutern. Hier ist wieder eine Nuss. Da habe ich schon, da kann ich nicht. Ich kann aber hier zum Beispiel. Also. Irgendwie schon kommt Welle. So. Es ist irritierend, wenn man hier nicht sieht, wo man ist von der Position her. Beziehungsweise was sich an den Positionen befindet. Ich hätte mir natürlich eine Pusteblume mitnehmen können. Oder wie die heißen. Blasblume vielleicht? Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall kann, ist noch so einen Katzenschwanz setzen. Und hier ein bisschen was wegbuddeln. Und dann nochmal gucken.
Fragen wir schon alles. Da haben wir jetzt alles. Von daher, der ist nicht aufgeladen, aber den kann ich nehmen. Oh, ich hätte vielleicht mal einen ins Wasser setzen sollen. Damit die sich nicht so einsam fühlen. Meine Zombie-Freunde, die im Wasser sind. Nicht, dass sie denken, ich würde sie vernachlässigen. Hat ja nichts mit Einsamkeit zu tun, aber Vernachlässigung ist auch keine schöne Sache. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass ihr da kommt, Jungs und Mädels. Es ist bloß so, that I simply don't care. So, die nächsten 200 Sonnen gehören wieder. Ah, nee. Ja, sehr wahrscheinlich schon. Muss mal gucken. Oder doch nicht. Nee. Eine Welle von Zombies nähert sich. Kann sie ja machen. Jetzt ist natürlich doof, dass ich... Oh! Dass ich nicht weiß... Ich glaube, hier sitzt eine schon und da... Ich weiß nicht, wie weit hier oben. Da ist, glaube ich, noch keine. Die würde ich sehen. Jetzt sehe ich sie. Deswegen kann ich mir sicher sein, dass da vorher keine war. Ich glaube, ich sehe hier das Auge. Und ich sehe hier ein Auge. Ich sehe hier kein Auge. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da eine hingesetzt habe. Ihr werdet es gleich sehen. Ja, steht schon überall was. Hier ist überall was. Ist eigentlich perfekt. Die hier ist ein bisschen angeknuspert. Ah, fuck. Und die auch. Naja, ich habe ja meine Katzenschwanz-Zombies für die hier. Katzenschwanz-Zombies. Ja, ja. Ich meine natürlich meine Katzenpimmelpflanzen. Und ja, dementsprechend, ich muss mir keine Sorgen um meine Sonnenblumen machen, also kann ich die auch lassen, wo sie sind. Das hier sind ohnehin meine beiden Lieblingsnotbremsen, die ist zwar auch ganz feiny, aber da ich hier so einen Flächenschaden habe und hier so eine ganze Reihe quasi abfackeln kann, bin ich doch eher dafür. An meine Katzenschwänze wird hoffentlich keiner kommen und auch an meine Cornapulte wird hoffentlich keiner kommen. Deswegen bin ich jetzt mal so frei und fang schon mal mit den Kürbissen an. Und zwar direkt hier in der Reihe. So, jetzt machen wir einen ins Wasser. Eins von den Wintermelonenpulten, Melonapulten. Upgrades, wie auch immer man sie nennen möchte. Ah, oh, ist blöd, ich weiß nicht. Mist. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo diese blöden Autos kommen, verdammt. Ich höre ja nur den Motor. Und dann muss ich theoretisch warten, bis die irgendwo explodieren, in der Hoffnung, dass ich die Explosion registriere, um dann ein Stachelkraut nachpflanzen zu können. Kacke, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Da hätte ich mir mal lieber eine Pusteblume jetzt mitgenommen, anstatt dieses blöden Kürbisses da. Was jetzt? Ich höre komische Musik. Achso, es ist vielleicht wieder so ein Diskus, du. Da ist vielleicht wieder so ein Diskus-Doom mit dabei von der Partie, von der Party quasi. Den ich da gehört habe. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wir sind nicht. Ich höre schon wieder so eine komische Musik. Ich denke, da ist so ein Disco-Man dabei. Die sind ja nicht wirklich schwer, von daher genießen die keinerlei Priorität bei mir. Es geht mir immer nur um welche, wo ich ganz spezielle Pflanzen brauche, um sie auszuschalten oder aufzuhalten, wie halt zum Beispiel diese Puste, diese Luftballonkerle da oder ähnliches. Und deswegen, bei denen muss man sich immer darum kümmern, dass die anständig, ja, ausgeschaltet werden können. Die Disco-Kerle kann man ja einfach so umhauen. Ist mir kein großes Problem. Das höchste Problem, dass die, was man sich vielleicht überlegen könnte, aber das hilft bei denen auch nicht. Diese Grabfresser, die Grabsteine wegfressen, weil die, da kam schon der, und irgendwo kommt auch ein Auto. Ich glaube da oben, ich hab's schon
habe das Auto glücklicherweise gesehen. Na, ich habe schon wieder einen Luftballon gehört. Ich bin hier mal gespannt, wenn die Runde gleich vorbei ist. Oh, ich muss mich dann auch wieder verabschieden von der Runde. Auch diesmal werde ich natürlich wieder beide Runden hintereinander aufnehmen und auch beide Runden wieder zeitgleich hochladen, damit ihr nicht mitten in der Folge auf einmal hallo, wo ist der Rest? Sondern damit ihr gleich weiter gucken könnt, wenn ihr das denn wollt. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr das natürlich nicht machen, ist ja klar, aber dann habt ihr wenigstens so habt ihr die Möglichkeit, die Entscheidung. Mist, ich habe ein Auto gehört, aber ich weiß nicht wo. Ja, irgendwo ist es explodiert. Ja, da war was. Da hat was gefehlt zumindest. Ja, da war schon wieder ein Auto, ich hab schon wieder ein Motor starten gehört. Oh, da war auch schon was. Irgendwo ist wieder eins explodiert. Ah! Das war aber jetzt weit mehr als explodiert. Das war so à la, ich glaube, es hackt. Oh, na toll. Den Kürbis auf Stachelkraut draufgesetzt. Ja, jetzt kommt da oben einer. Scheiße, den hätte ich mir sparen können, die Kirsche, Mensch. Die Kirsche hätte ich mir sparen können. Ja, die Ruhe vor dem Sturm, ich weiß. Oh, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Es sind gleich mehrere schon explodiert. Hat sich nach zwei angehört. Ich habe schon wieder den Motor starten gehört, das heißt, es kommt wieder Nachschub. Ich hoffe, da kommt mir nicht schon wieder da unten einer angeguckt. Hier. Da kommen noch mehr Zombies. Gut, jetzt will ich aber erstmal wissen, wo hier meine... Oh, da unten die Reihe fehlt. Oh, und da fehlt mir auch die Nuss. Muss ich mir merken. Aber erst für nächstes Mal. Weil ich mich jetzt von euch verabschiede. Und zwar ganz gepflegt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da oder schreibt mir was in die Comments. Abonniert meinen Kanal, falls euch das Gesamtpaket gefällt. Es kommt ja immer mehr dazu. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Winke.